Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, da rennt Lara Croft. Wir befinden uns kurz vor dem versteckten Grab. Gerade so ein bisschen orientieren. Ja, da kamen wir her, oder? Glaub ja, ich schon. Ne? Und dann hier. Ah, ich erinnere mich. Und ich frage mich immer, was mit diesen ganzen Toten da passiert ist. Allein schon, wie die hier liegen. Ich meine, alter Vater. Wie sind die denn gestorben? Ich meine. Keine Ahnung. Das sieht ja fast aus wie eine Massenepidemie. Haus der Kranken. Ach, wir sind in einem Krankentrakt. Krankenhaus, irgendwie sowas. Und wir müssen uns erstmal umschauen. Was gibt's denn hier? Irgendwas, das du schieben kannst. Oh, ich sehe einen Münz versteckt. Ja, da blinkt es. Mit der die Hair in Engine irgendwie cool von der Lara. Ich meine, das ist irgendwie die Haare. So, dann verschaffen wir uns mal einen Überblick. Dann ist ein Seil zum Zerschneiden. Links von dir ist ein Korb. Vögel. Da, Korb. An dem du ziehen kannst. Ja, vor allem mit dem oh, Maschinengewehr. Grade. Passiert nichts. Okay, Das Ding muss erstmal hoch irgendwie. Das heißt, du musst irgendwas in den Korb da oben befördern. Das heißt wahrscheinlich irgendwo erstmal Wasser aufmachen. Daniel ist mal wieder the brain. Aber wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen hier weiter um. Was es hier so gibt. Gott, bleib doch nicht bitte immer an allem hängen. Oh, Lara, ernsthaft mal. Irgendwann nervt das. Ui. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. So eine will ich auch. Cool. Vor allem, weil sie golden ist. Vor allen Dingen, weil sie goldrot ist. Das ist meiner Meinung nach die geilste Kombination. Zu Gold passt Rot wirklich phänomenal. Oh, Holz. Nee, noch mehr Pilze. Hier war da was, oder? Irgendwas, wo du noch nicht hinkommst. Oder wo du von da ankommst, ich weiß nicht. Oh, warum bleibt die immer an allem hängen? Ja, weil ein Stein ist halt. Oh Gott, komm Mädchen. Jetzt sei nicht so, sei nicht blöd. So. Spring mal da drauf, mal gucken, was passiert. Toll, du bist auf dem Griff gelandet. Ja. Ich muss wohl dieses Gewicht mit der Plattform verbinden. Auf welcher Plattform? Damit. Okay. Sag jetzt, ich war schlau. Oder? Jetzt musst du irgendwo ein anderes Gewicht dafür runterlassen, damit das hochgeht. Wo geht das Seil hin? Nach da hinten. Vielleicht jetzt dran ziehen? Da oben fließt Wasser runter, das muss ich irgendwie dazu bringen. Ja, du kannst doch den Karren da ziehen, hinter dir. Da, und da kannst du auch irgendwie ein Seil dran befestigen. Oder? Geh mal hin. Du musst den ein bisschen rausziehen. Ich
muss es einfach mal erwähnen. Sie hat echt einen netten Hintern. Sind wir mal ehrlich. Ich genieße gerade das Vogelgezwitscher. Ey, das ist wirklich unglaublich. Ich habe einen Freund, ja? Da sage ich, hey, Laura hat einen geilen Hintern. Ich genieße gerade das Vogelgezwitscher. Ich finde es gut, wie die das aufgenommen haben. Das ist halt realistisch. Ja, schön. Schaut richtig aus. Du musst da oben das blöde Ding... Ja. Was machst du denn da? Probieren. Toll. Tja. Hast du da unten Räder? Ja. Da an der Wand. Links. Da gegenüber. Ist das eine Tür? Nein, hast du nichts. Ja, da kann ich nichts mitmachen. Kannst du das da oben mit verbinden? Ist da was zum dran schießen? Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Faszinierend. Ha! Das ist perfekt erhalten. Den Hebel wahrscheinlich nochmal ziehen, du musst schneller sein. Warum denn? Ich bin noch oben. Ja, aber auf der anderen Seite ist das Ding auch wieder runtergegangen, da hinten. Da. Ist wieder unten. Sicher, dass das dazu gehört hat? So ziemlich, aber vielleicht kannst du dich da so ein bisschen ranschieben, wenn du Glück hast und dich an die Ecke stellst. Schwierig. Nope, das wird nicht gehen. Kannst du ja nochmal versuchen, indem du... Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit dem anderen da zu tun hat. Und wie willst du jetzt da hinten hinkommen, wenn das Ding hier nicht oben ist? Ja, so schnell kann doch keiner sein. Ja doch, geh mal auf den anderen Karren drauf. Auf welchen? Den da unten. Natürlich. Ja, sonst hier. Genial. Seriously. Nicht echt. Ja doch, wenn dir so ein Teil auf den Kopf fällt, bist du tot. Komm ich irgendwie zu dem Baum hier? Da kommst du nur wieder runter, das ist der Rückweg. Hab ich ja alles aufgenommen, gut. So, einfach draufstellen. Das war irgendwie doof. Ich dachte jetzt, jetzt bist du mal schlau und fällst auf das Ding, damit du nicht hier Fallschaden nimmst, ja. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Ach, du musst das Ding erst wieder beheben. Genau das wollte ich eigentlich rausfinden. Dann frage ich mich aber, wofür der Karren gut ist. Bevor ich jetzt wieder hochrenne, lass es mal nochmal gucken. Der Karren. Wofür könnten wir den denn gebrauchen? Ich werde den trotzdem mal rausschieben, weil kann ja nichts schaden. Ich glaube kaum, dass wenn man den schieben kann, dass er dann so bleiben sollte, wie er ist. Und hier wieder ein Hinweis. Ich mag diesen Hintern. Ernsthaft. Kannst du den nicht mehr weiterschieben? Ist hier Ende? Nein, da ist Ende. Ah, okay. Okay, das Rätsel geht weiter. Wir müssen irgendwas mit dem Karren machen, dass das Ding oben bleibt. Warte, lass mich überlegen. Da ist ja längst ein Dings drin. Kannst du damit das... Der Karre ist ein Gewicht im Grunde. Und wir brauchen noch ein Gewicht, um das länger unten... Ja, natürlich. Wir müssen... Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar, wenn wir doch das Gewicht von dem Ding mit dem von dem Karren hier verbinden könnten. Irgendwie kann ich es vielleicht jetzt weiter hierhin ziehen. Ne, das Ende.
Kannst du das links mit dem anderen verbinden? Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob die hinhaut. Moment, ich darf hier bald nicht draufstehen. Ja, du hast recht. Du musst es runterschießen, dann zum Karren laufen und das mit dem Karren verbinden. Nein, du sollst... Na, du warst nicht nah genug an dem Karren, an der Seite. Aber die Idee ist gut, das könnte klappen. Ich hasse ja so Sachen auf Zeit. Zeit ist ja immer mein Freund, nicht? Das sollte halten. Ja. Deswegen nehme ich oben diese Stangen, habe ich mir überlegt. Weil die sind ja nicht ohne Grund da. Super Sache. Fand ich jetzt aber nicht so schwer, das Herausforderungsgrab. Toll. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt war ich mal the brain. Jetzt finde ich das aber nicht so schwer, das Herausforderungsgrab. Von der Zeit her haben wir die in der Hälfte der anderen Gräber geschafft, oder? Ja, ach, trotzdem. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon rum ist. Okay, ja, ist schon rum. Oh. Eine Map. Nein, ein Dokument. Nimm es. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Mhm, das heißt aber auch, dass der Prophet hingenommen hat, dass unglaublich, unglaublich viele Menschen sterben. Und wir haben ja genug Leichen gesehen. Ja. Da wären wir. Mal gucken, was wir diesmal bekommen. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler. Juhu. Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung LB gedrückt. Ja, das haben wir eigentlich schon, ne? Ja, jetzt ist es halt nur schneller. Aus der Kranken abgeschlossen. Ja, aber irgendwie logisch, dass jetzt irgendwas mit Heilung kommt, ne? Bei einem Haus der Kranken. Das hätte mich gewundert, wenn jetzt kommt Fähigkeit gemeistert. Schneller Kill. Kann ich das nicht mitnehmen? Adios. Oh, Lara. So, ich nehme es jetzt aber trotzdem mit, wenn ich es schon abgeschossen habe. So, damit haben wir ein Grab weniger auf der Liste. Die anderen kriegen wir erst, wenn wir irgendwas zum Sprengen haben. Kurz einmal speichern. Nichts verfügbar. Du kannst schnell hochreißen, dann brauchst du hier nicht mehr durch den ganzen scheiß kleinen Gang gehen. Das spart uns ein bisschen Zeit. Genau, da hinten. Basslager, ne? Genau. Ach, wollen wir. Denn Lara besitzt nämlich geheime Teleportationsfähigkeiten und deswegen, weil sie sich so super easy von Punkt A nach Punkt B teleportieren kann, nimmt sie auch immer diese ganzen lebensgefährlichen Parcours auf sich. Ja, nee, aber weil wir wissen, dass die jetzt nicht gerade gegen Wölfe kämpft und Bären und sich da voll durchgängt und sich denkt, boah, warum haben die Penner wieder Schnellreise gemacht, jetzt muss ich das alles alleine machen.
Naja, weil wir aus kuriosen Gründen nach Schnellreisen kein Level Up erzielen. Vielleicht kriegt man kein Level Up in Schnellreise. Oh, verdirbt mich alles. Ich habe so ein einzelnes blondes Haar, das hier oben runterhängt in meine Augen. Das nervt. Kennt ihr das? Diese blöden fliegenden Haare? By the way, wie viele von euch sind eigentlich männlich und wie viele von euch sind weiblich? Oder wie viele von euch sind irgendwas anderes? Ich meine, und die Frage ist berechtigt, das ist ja auch in Ordnung. Nur das würde mich mal interessieren. Gibt es Mädels, die sich das hier angucken? Weil eigentlich ja sehr viele Gamerinnen tatsächlich Fans von Tomb Raider sind. Das wurde irgendwie mal statistisch rausgefunden, dass Tomb Raider ein Spiel ist, das sehr, ja, auch so Frauenpublikum findet. Ja, und würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Was so, Entschuldigung, war wieder ein langer Tag. Was, ja, unsere... Boah, wir hätten hier so einfach so kaltblütig exekutieren können. Die armen Hühner. Ja. Ja, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Haben wir denn die eine Quest abgegeben schon? Nee, wir müssen doch irgendwo unten im Tal das, da was am Turm machen. Na, ich meine, mich erinnern zu können. So. Daniel will mit Sicherheit nicht, dass ich das jetzt sage, aber er ist gerade auf Klo. Deswegen bin jetzt für einen kurzen Moment nur ich da. Oh, ich ahne das. Ich ahne, dass das uns da unten wieder ein Parcours, ein schießwürdiger Parcours erreicht. Oder eben Wolfe. Tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Unfreundlich. Mein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, das ist eine Wolfshöhle. Hier kommen wir im Falle eines Falls auch wieder hoch. Was mit Sicherheit schon mal gut zu wissen ist. Wir schauen uns hier mal um. Gibt es da auf der Karte irgendwas Interessantes? Mali kratzt am Kratzbaum rum, also nicht wundern. Ah nein, das ist eine Bärenhöhle anscheinend. Hier ist nämlich ein Bärbelzeichen. Hinten ist ein Säbelzahntiger. Und das hier scheinen heiße Quellen zu sein. Da möchte ich hier irgendwie nicht rein. Der Sache traue ich nicht so ganz. Gibt es denn wirklich solche geothermalen Täler in Eiswüsten? Das ist einer von uns. Man muss ja immer dreimal gucken. Nimm es. So, und dann schauen wir mal, was wir hier oben finden. Die Kletterwand bietet sich ja schon irgendwie an. Und hier sind erstmal Pfeile. Und davon haben wir tatsächlich auch einige gebraucht. Und hier gibt es eine Kiste. Oh, bitte was für den Bogen. Nein, aber schwere Pistole. Oh, 1 von 4, das ist ganz was Neues. Da bin ich ja mal gespannt. Das, ne, kommt wieder auf diesen Punkt, wo ich gesagt habe, wir haben gerade mal um die 30-35% des Spiels überhaupt gespielt. Das ist der Wahnsinn, wie groß und weitfächernd tatsächlich dieses Game ist. Okay, was können wir hier machen? Wir können das hier runterlassen. Es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir von Tieren verfolgt werden. Daniel ist übrigens wieder da. Was erleichternd? Yep. behalten wir uns mal im Kopf, dass, falls wir von Tieren verfolgt werden, wir können da so einen Köder runterlassen. Also du bist schon mal ins Tal.
zurückgegangen. Ja, musste ich ja. Gab ja nicht viele Optionen. Wo ist denn deine zweite Aufgabe? Wird die nicht immer mit so einem grünen Ziel angezeigt? Merkwürdig, oder? Kannst du das markieren? Auf der Karte? Da unten ist das. Siehst du da unten links? Wo denn? Ah, hier. Na ja, gut, dann werde ich jetzt, bevor ich da lang gehe... Nur, das habe ich hier irgendwie nicht gesehen. Ich höre ein Reh. Ja, das sind sogar zwei Rehe. Wo müssen wir da lang? Ja, musst du nochmal auf der Karte gucken. Irgendwie wird es ja nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt. Es ist schon da lang, genau in die Richtung, nur andersrum. Also muss hier am Berg entlang laufen. Genau, umdrehen. Genau, und da lang. Okay, dann schauen wir doch mal. Aber ich finde, hier hat man auf jeden Fall einige Ressourcen, was gut ist. Pfeile machen. Ach, ist auch voll. Okay, dann können wir jetzt das Holz eh nicht mitnehmen. Dann wissen wir aber, hier unten gibt es einiges. Mist. Hase ist weg. Da ist er. Da ist der Hirsch. Rechts. Was? Da hinten. Wie ultra ruhig man wird, wenn man auf der Jagd ist. Yeah. Oh, super, das geht sogar bei den Tieren. Klar. Ich würde mal behaupten, dass wir gut sind. Hui, zwei Fälle. Hier gibt es doch gleich was Interessantes. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Ich frage mich die ganze Zeit, was diese Quelle ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen absichtlich so gestaltet, dass wir uns das wirklich als Quelle wörtlich vorstellen, es aber gar nicht so gemeint ist. Da ist es doch der grüne Punkt, warum auch immer der nicht angezeigt worden ist vorher. Ich möchte aber erstmal mich hier drin umschauen, ob es hier noch Dinge gibt, wie eben hier solche Karten. Denn das können wir immer gut gebrauchen. Denn wenn ich bei Tomb Raider 1 gelernt habe, dann schau dich gut um. Das rettet dir irgendwann echt den Arsch. Sieh da, vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Jo, dann haben wir noch eine Quest. Da oben ist eins. Da hinten. Wo? Da, direkt über dir. Oder A. Da hätten wir auch ein cooles Tier. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns das in der nächsten Folge mal holen gehen. Jo, bin ich. Bis dahin sehen wir uns wieder. Ich hoffe, es war... Jetzt redet ihr auch noch mit uns. Jo, hab ich. Okay, an dieser Stelle danken wir auch fürs Einschalten und wir sehen uns wieder, wenn es so heißt. Zur Jagd in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!